Super Giggle Camouflage! Super Cat Speed! Oof.
Yeah!
Aufhalten kann. Und das allein. Entschuldigung. Hey! Nicht die Wände bemalen. Ja! Und du, komm sofort herunter. Hast du verstanden? Super Eidechsengriff. Das reicht jetzt. Wir nehmen eine Auszeit. Schon gut, nicht weinen. Wollt ihr weiter Findet-Gecko spielen? Ja! Wenn mein Babystrahler repariert ist, kriegt die Eidechse ihn zu spüren. Oh! Nein, Kitzelkätzchen! Runter, runter! Alarm im Hauptquartier! Oh oh! Romeo ist auf dem Weg! Wenn mich der Strahl auch trifft, wird er mit seiner Babyarmee die Welt beherrschen. Es sei denn, wer von euch will Superheld spielen? Oh ja, ich will! Na dann los! Vertrau mir, du schaffst das. Schwing die Flügel, ungefähr so. Wow! Guck mal, ich fliege! War schon ganz gut. Versuch's noch mal. Jetzt flattere richtig stark und mach den Super-Eulen-Flügel-Wind. Supi-Eili-Flügel-Wind! Wuhu! Yay! Sie werden ja so schnell erwachsen. Oh! Vorsicht! Diese Geräte verwandeln die Festwagen in böse Roboterwagen. Gesteuert von meinen Gedanken. Meine Roboterwagen werden auf den Straßen patrouillieren und alle in Angst versetzen. Niemand wird es wagen, aus dem Haus zu gehen. Und ich beherrsche die Welt! Und ich segle über die Weltmeere! Als gefürchteter Ninja-Pirat! Arr! Was? Ich habe immer davon geträumt, als salziger Seebär meine Ninja-Tricks in böser Piratenmanier über die sieben Weltmeere zu verbreiten. Und was ist, wenn ich seekrank werde und vom Geruch der See grün anlaufe?
Nichts, denn ich wollte immer ein Piratenschiff auf Rädern. Ich nenne es die Jolly Ninja. Oh. Hör auf zu labern und kümmere dich um deinen Job. Deinen Plan, von dem du mir erzählt hast. Oh, ja, ich meine, yo ho ho, Ninjalinos. Macht euch zum Kapern der anderen Wagen bereit. Arr. Schnell, bringt die Wagen in Sicherheit, bevor sie auch böse werden. Wir verteidigen sie wie beim letzten Mal. Gemeinsam. Der Mondmagnet ist echt ziemlich cool. Komm schon. Hey, stopp! Roboter hat gewonnen! Wie komme ich hier raus? Endlich! Du versuchst zu fliehen, ha? Huh? Mal sehen, auf wessen Seite deine Freunde stehen. PJ Masks, PJ Masks, ich habe Romeo gefunden, da! Catboy, Gecko, ich bin's! Das ist Romeo, er ist verkleidet! Nein, er ist es! Romeo ist ein böses Genie. Natürlich würde er sich verkleiden, und zwar in mich. Wenn du Eulette bist, wieso warst du dann im Labor? Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren wirklich eine überzeugende Verkleidung. Jungs, bitte, ich bin's. Passt auf! Wow. Halt! Nein! Sie hat uns gerettet. Sie ist die echte Eulette. Romeo würde das niemals tun. Mein Plan hat funktioniert. Hiermit schieße ich euch auf den Mond. Was? Ihr kommt nie wieder zurück. Keine Schurken und auch keine Helden mehr. Und ich kann endlich die Welt beherrschen. Nein! Nicht zu fassen, dass wir auf seine Verkleidung reingefallen sind. Ja, das war wirklich ziemlich gemein. Wow. Es ist noch nicht zu spät für Helden. Du hast recht. Was würde Funkelblitz jetzt tun? Was würde Eulette tun? PJ Robo! Das geht nicht. Er ist unzerstörbar. Schätze, wir haben mit unseren neuen Kräften nichts Gutes bewirkt. Ich glaube, er hat einen Plan. Das klingt gut, finde ich. Hier oder hier? Sehr schön, Meister Romeo, der Große. Ja, weil ich jetzt das Sagen habe, läuft es etwas anders. Ich stelle noch eine Flagge auf. Stopp! Mit oder ohne Käfig halten wir dich auf. Oh, kommt schon. Ihr PJ-Hamster könnt von da drinnen aus gar nichts tun. Erinnere sie noch mal, Roboter. Romeo hat gewonnen. Ja, aber das lag nur an deinem Kraftgürtel. Und der hat keine Chance gegen... PJ Robos Geheimkraft. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich mit diesem Blecheimer besiegen, wenn ihr es nicht mal mit euren neuen Kräften schafft? Neue Kräfte? Ha, die sind gar nicht... Überbewertet. Überhaupt nichts im Vergleich zu PJ Robos Geheimkraft. Die ist der Hammer. Das werden wir noch sehen. Roboter, Angriff! Ja, Meister. Das ist keine Geheimkraft. Er ist einfach nur schnell. Warte eine Nanosekunde. Hey, Moment mal. Wo laufen die denn hin? Unzerstörbarer Käfig. Hm? Wir brauchen keine Kräfte. Rollen wir los. Oh!
Stopp! Schallvibrationsgerät! Nein! Ja, ich hab dich auch vermisst, mein Schatz. Los, lass uns beginnen. Hurra für den Roboter! Der Meister wird sehr zufrieden sein. Oh oh, es stürzt ein. Ochi! Wir müssen von hier verschwinden. Der Riss schließt sich. Gut gemacht, Donnergirl. Nein, nein! Roboter, buddel weiter! Zu spät. Der Kristall ist verschüttet. Verzeihung, Meister. Ist das wahr? Der Riss ist geschlossen. Super gemacht, Luna Girl. Nein, nein, nein! Verflixt, ich war so nah dran, den Kristall zu kriegen. So nah. Jetzt wirst du ihn nie bekommen, Romeo. Und das nur wegen euch. Und Luna Girl. Du hast es geschafft. Du hast den Mond gerettet, wie du gesagt hast. Gute Arbeit. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich ihn behalten will. Nein, ich habe es versprochen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wären der Mond und meine Festung schon lange fort, also... Danke, Luna Girl. Und entschuldige, dass ich dir nicht vertraut habe. Das nehme ich dir nicht übel. Ich meine, ich bin eine Schurkin, richtig? Hey! Sehr rührend. Treibt mir eine Träne ins Auge, aber seht mal, was ich habe. Die Welt gehört jetzt mir! Ist. Danke. Nein, wir danken dir. Nächstes Mal aber wieder wie üblich. Ich gegen euch alle. Kann's nicht erwarten. Catboy? Mann, bin ich froh, euch zu sehen, Leute. Wie wär's mit Hilfe? Super Gecko Muskeln! Also gab es einen leichteren Weg hinein? Wieso hast du mir das nicht gesagt? PJ, Rosteimer hat dir geholfen? Was? Mein Ring! Dann nächstes Mal. Oh-oh. Vorsicht! Verschwinden wir von hier! Los, 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 los! Vom Ring der ultimativen Ninja-Lichkeit ferngehalten. Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister. Kommt schon, Ninja-Linus. Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende. Wer weiß, was da oben noch alles ist? Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Stelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Super Katzen-Flummi-Sprung! Ja! Wow. Wir wissen, dass du super bist. Du musst es nicht beweisen. Entschuldigt, ich habe einen neuen Sprung getestet. Der ist super, oder? Ja! Halt, warte! Oh, wow.
Spielspringmaschine. Ich bin ein Genie. Du hast vielleicht die Maschine erfunden, aber ich bin gut darin, hinterhältige Pläne zu schmieden. Nicht so gut, wie ich es bin. Und jetzt gib mir meine Maschine. Nein, ich bin ein genauso genialer Bösewicht wie du. Du bist nur ein Möchtegern-Dieb. Bin ich nicht. Wenn ich hier fertig bin, habe ich die größte Comicsammlung der Geschichte. Gib das her! Niemals! Das ist meine Erfindung! Meine Super Ninjalinos sind einfach unschlagbar. Die Mini-Versionen von dir sind nicht so gut wie mein Roboter. Zeig sie, Roboter! Gut! Oh! Nein! Jetzt kann ich den Rest der Stadt vernichten. War das Ihr Plan, Meister? Ja. Das war von Anfang an mein Plan. Wenn alle aufwachen und aus ihren Häusern rauskommen, springen sie davon. Dann kann niemand verhindern, dass ich die Welt beherrsche. Gut, dass ich super schwere Stiefel erfunden habe, so bleiben wir am Boden. Super Gecko! Es klappt nicht. Also, wo war ich? Ach ja, geh ins Hauptquartier, zerstör es. La 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 la. Oh, fast hätte ich's vergessen. Nein, komm zurück! Wir haben ihn verloren. Oh Mann, du wärst der beste PJ-Robo aller Zeiten gewesen. Wir hätten die Welt retten können. Hör auf zu trödeln! Habt ihr das gesehen? Er kämpft dagegen an, kontrolliert zu werden. Er will in unser Team, obwohl er von Romeo kontrolliert wird. Hallo, PJ Robo. Komm schon, PJ Robo. Bitte, komm zu uns. Höchste Zeit ein. Tut nicht, was ich will! Hinter ihm her! Ja, Meister! Gut gemacht, PJ Robo! Bis dann, Romeo! Ja! Angriff, ihr Metallköpfe! Nein, ich möchte auch nicht kontrolliert werden. Sei nett zu mir! Hier, Leute.